Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zu 5 Quarantäne-Tipps, die ich jetzt in den letzten 3,5 Wochen, oh Gott, wir sind schon 3,5 Wochen in Quarantäne, für mich ausprobiert und erprobt habe. Das erste ist, Struktur ist wichtig. Es ist gut, einen Plan für den Tag zu haben. Es gibt so ein bisschen Sicherheit. Vor allen Dingen, wenn man Homeoffice und Homeschooling jetzt irgendwie unter einen Hut bringen muss. Aber seid flexibel in eurer Planung und plant nicht weiter als 3 Tage, weil wir wissen dann immer alle nicht, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Dann merkt man vielleicht an dem Tag, oh, ich habe das nicht alles geschafft oder diese oder jene Idee war vielleicht nicht so gut oder die war gut. Dann möchte man das beim nächsten Tag vielleicht einfach ein bisschen anders machen. Also ich finde Planung und Struktur gerade sehr, 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 sehr wichtig. Also in meinem Plan steht zum Beispiel auch, was ich mit den Kindern basteln möchte, was ich jeden Tag koche und solche Dinge. Und ich plane aber nie weiter tatsächlich als aktuell. 3 Tage, verrückterweise. Das war Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2 ist Bewegung auf irgendeine Art und Weise. Also ich versuche tatsächlich mit den Kindern 1 bis 2 Mal am Tag rauszugehen. Irgendwo, wo es für Kinder auch ein bisschen attraktiv ist, weil ich verstehe das ja, normales Spazierengehen ist für die langweilig, Spielplätze ist gerade nicht. Also da lasse ich mir immer irgendwie was einfallen, da findet man auch ganz, ganz tolle Ideen im Internet, wie man das für Kinder ein bisschen attraktiver machen kann mit Schnitzeljagden und Schatzsuchen und diesen kleinen Aufgaben. Such mir mal was, was vom Himmel gefallen ist. Such mir mal was, was nicht in den Wald gehört. Such mir mal was mit Stacheln. Such mir mal was Rundes. Sowas zum Beispiel. Oder wenn wir halt nicht rausgehen können oder manchmal, ich bin ganz ehrlich, bin ich so, ich will das Haus nicht verlassen. Dann übermannt mich so meine schlechte Laune und meine nicht vorhandene Motivation. Und dann machen wir aber zumindest Sport oder Yoga. Sport gibt es gerade auch super viele Angebote hier auf YouTube. Da kann ich Albers Sportstunde sehr empfehlen. Das nutzen wir immer. Das verlinke ich euch gerne unten in der Infobox. Und das ist auch in verschiedenen Altersklassen gestaffelt. Also Kita, Grundschule, Oberschule. Das ist mega toll. Das lieben die Kinder auch sehr. Oder halt Yoga mit Kindern, da gibt es auch ganz tolle Sachen. Jetzt gibt es sogar angeleitete Tanzvideos. Also im Moment ist das Angebot wirklich sehr, 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 sehr vielseitig. Und da kommen wir schon zu Punkt Nummer 3. Nutzt diese Angebote, um euch auch Freiraum zu schaffen. Aktuell gibt es zum Beispiel auch das Programm Wuselstunde. Dort wird 2-mal täglich vorgelesen, auch für Kinder verschiedener Altersgruppen. Um 11 sind, glaube ich, die kleineren dran und um 15 Uhr die größeren, immer so zwischen 20 und 30 Minuten. Auch den Kanal verlinke ich euch unten in der Infobox und sage gleich, dass ich dort demnächst auch vorlesen werde. Also nutzt auch solche Angebote. Es gibt auch einen tollen Kanal, wo mit den Kindern zum Beispiel gesungen wird. Auch den verlinke ich euch unten in der Infobox. Und dann leitet eure Kinder an und versucht in der Zeit was zu schaffen für euch oder euch einfach nur daneben zu sitzen und in Ruhe einen Kaffee oder einen Tee zu trinken. Punkt Nummer 4, da ist auch schon wieder eine schöne Überleitung. Nehmt euch Auszeiten und das jeden Tag. Und ich weiß, das ist schwer, aber es ist möglich und es ist gerade in dieser Zeit so, 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 so wichtig. Und diese Auszeiten könnt ihr auch schon in eurem Tagesplan einplanen. Ihr kennt eure Kinder am besten, ihr wisst am besten, wann brauchen die meine Aufmerksamkeit. Also das kann man bei uns schon wirklich an Uhrzeiten festmachen. Und wann beschäftigen die sich gut alleine? Wann kann ich da mal eine Auszeit für mich nehmen, mich ein bisschen ausruhen, mich ein bisschen entspannen? Oder dann halt am Abend. Also bei mir ist wirklich am Abend die Zeit, wo ich mir auch Zeit für mich nehme, Zeit für meine Routine nehme. Das fällt mir an manchen Tagen schwer. An manchen Tagen bin ich einfach nur müde und geschafft und möchte am liebsten auch um 19 Uhr mit den Kindern schlafen gehen. Und an anderen Tagen bin ich wieder super motiviert und freue mich drauf. Und ich mache meine Routine auch tatsächlich fast täglich, weil ich weiß, dass sie mir gerade durch diese Zeit helfen, dass sie mich stärken und dass sie wichtig für mich sind. Und dadurch steigt einfach die Motivation und auch die Kraft und Energie, das dann wirklich abends zu machen. Und was meine Routinen abends sind, ich mache Tai Chi, ich mache die 8 Brokate jeden Tag. Ich mache ganz viel EFT, ich mache Yoga, ich mache Stretching. Ich meditiere natürlich, ich journal gerade, ich versuche mir Freiräume zu schaffen fürs Lesen. Ich gucke aber auch einfach mal abends nur einen Film oder lege mir Karten oder wie auch immer. Da ist natürlich dann immer so diese Krux dabei. Ich habe abends immer super viel vor, was ich dann für mich tun will. Oder auch, manchmal muss ich erst mal 1-2 Stunden noch arbeiten, bevor ich dann was für mich tun kann.
Und dann wird es halt gerne mal 23 Uhr oder später. Aber ich lege mich meistens mit den Kindern mittags hin und schlafe dann nochmal so 20, 30 Minuten. Von daher geht das dann auch wieder. Aber ich finde es super wichtig zu schauen, was gibt mir gerade Kraft, was brauche ich gerade und das dann tatsächlich täglich zu machen. Das kann auch irgendwas Kreatives sein oder das kann sein, einfach nur da zu liegen und gute Musik zu hören oder ein Hörbuch zu hören. Dann versuche ich tatsächlich auch nicht so sehr an die Zeit zu denken danach, was man so alles machen möchte, weil lieber im Hier und Jetzt. Also jetzt ist gerade eine gute Zeit, um im Hier und Jetzt zu leben und jetzt mit dieser Situation gut klarzukommen. Und mein fünfter Tipp sind, wie fast immer, auch ätherische Öle. Also das geht morgens los, dass ich mir ich habe verschiedene Roll-Ons gemixt und dann intuitiv entscheide, was brauche ich heute? Brauche ich heute Klarheit? Brauche ich heute Fokus, Energie, Motivation, gute Laune, was auch immer? Dann gibt es erstmal ein Roll-On auf die Fußsohlen. Dann wird der Diffuser im Wohnzimmer gleich angeschmissen, damit wir alle was davon haben. Und da entscheide ich dann auch immer, brauche ich was für gute Laune, brauche ich was für die Motivation, für die Energie, weil ich vielleicht nicht so gut aus der Pötte komme morgens oder was auch immer. Dann wird der mittags eigentlich nochmal eingesetzt zum Runterkommen, dass wirklich, also mittags ist bei uns immer eine Mittagsruhe, nennen wir das, dass wir alle ein bisschen runterkommen. Dasselbe dann auch nochmal am Abend, das gehört zu unserem Abendritual dazu, hilft halt tatsächlich auch für uns, für gute Laune, für Entspannung, aber auch für neue Energie und aber auch für die Kinder, da nutze ich es dann tatsächlich meistens für gute Laune oder so eine ausgleichende Mischung. Oder einfach zum Runterkommen, zum Erden, weil die natürlich auch öfter mal aufdrehen, hochdrehen, sich streiten. Und da hilft uns das tatsächlich, um wieder runterzukommen. Wenn ihr Fragen zu diesen Tipps habt, wenn ihr Fragen zu den ätherischen Ölen habt, dann schreibt mir sehr, sehr gerne. Ich bin jetzt auch sehr gespannt auf eure Quarantäne-Tipps, die ihr so in den letzten 3,5 Wochen ausgetestet habt. Schreibt die sehr, sehr gerne in die Kommentare. Verschickt das Video gerne an Leute, die noch ein paar Quarantäne-Tipps gebrauchen können. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!